alleine zu Hause. Nichts und niemand. Er poltert hier rum. Was ist das? So, eigentlich sollte ihm das nicht großartig auffallen. Hier liegt ja auch schon ein toter Affenmensch. Wahrscheinlich glorreich niedergestreckt von einem Hammeriten. Das war jetzt echt merkwürdig. Ob ich hier eine falsche Tastenkombi gedrückt habe? Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich da gemacht haben sollte. So, die waren zu viert. Ne, ich meine gut, vielleicht läuft... Im Moment scheint es besser zu laufen. Da sind wieder die Spinnen. Die drehen manchmal so ruckartig um. Sonst würde ich sagen, ich laufe dem jetzt einfach hinterher. Aber manchmal macht es einfach... Feuerpfeil. Immer hier nochmal Dunkelwasserpfeile, haben wir ja ein paar. Okay, diese doofen Leuchtpilze verhindern, dass wir ganz dunkel machen können. Wo ist denn der Kollege jetzt hin? Ich glaube, wir sind schon wieder bei den Spinnen. Nee, doch nicht. Sehr verwirrende Gänge. Das bei meinem Orientierungsvermögen. Sind wir wieder am Eingang? Okay, Affenmann. Wo steckst du? Es wird jetzt wirklich Zeit, dass ich dir einen überziehe. Im Ernst. Oh, da kommt er. Aber die wanken auch so. Du weißt nie, welche Richtung die einschlagen. So, ich hoffe, das war's jetzt hier. Ich höre jetzt auch niemanden mehr. Okay, dann jetzt Spinnenalarm. Ich würde ja gerne die Rote zuerst umnieten. In der Hoffnung, dass wir bei deren kritischen Treffer landen können. Aber ich fürchte, wir kommen nicht so nah dran. Dann nutzen wir aus, dass wir zumindest die mit einem Schuss erledigen können. Wenn sie jetzt mal stillhält. Kleine rote Spinne. Ah! Haha, daneben! Daneben, daneben. Ich hab ja getroffen. Ich hab wieder getroffen. Jetzt nicht. Ich hab ihn wieder getroffen. Mein Gott, ist die stabil. Aber ich möchte nur ungern mit ihr in den Nahkampf gehen. Natürlich einfach abhaut. Hahaha. So, ja, ich wollte nämlich eigentlich mal diesen Dings hier noch holen. Denn wichtiges Werkzeug. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das Namarit mit mir rumschleppen sollte. Oh, einer meiner Pfeile. So, ja, und dann gehen wir mal Trepp ab, was? Und suchen unsere hammeritischen Freunde. Zu. Zu. Bleibt zu. Meißel? Nein. Ist das falsche Werkzeug? Haben wir ja in den Büchern oben gelesen. So, ich weiß nicht, ob hier einer... Oh nein, nicht schon wieder Frösche. Ich hab
hasse Frösche. Hasse, hasse, hasse Frösche. Was ist das? Ein Moospfeil? Ein Feuerpfeil? Ha! Elementbasierte Pfeile? Genau, nichts. Hörst du ein Geräusch? Nein, hier ist nichts. Keine Geräusche. Genau. Komm mal hier lang, dann zieh ich dir einen über. Wenn ich guter Laune bin, nehme ich nicht mein Schwert, sondern mein Knüppel. Knüppel, Knüppel, Knüppel. Kommt der hierher? Ich glaube, es wird lauter, dieses komische Gesinge. Diese Affen sind übrigens nicht sehr begabt im Singen. Kommst du jetzt hierher oder was? Ich weiß nicht, wo der langläuft. Okay, wenn er jetzt nicht hierher kommt, gehe ich davon aus, dass das auch nicht zu seiner Route gehört. Dann müssen wir mal irgendwie über die Brücke kommen, wenn er gerade nicht da ist. Jo, was ist denn das? Nix. Huch. Sehr cool. Hä? Hier ist Luft. Ist ja witzig. Ich glaube, hier lege ich mal einmal ein Safe an. Denn ich habe das Gefühl, hier sitzen wir eigentlich ganz gut. Ups. Schick. Und hier ist auch schön Booster. Vielleicht kommt der Affe ja hier lang. Ziehen wir ihn einem über und verstecken ihn direkt hier. Na, komm. Ich sehe ihn. Mein Knüppel ist bereit. Knüppel, Knüppel aus dem Sack. Hau das doofe Affenpack. Ihr müsst zugucken, für einen Freestyle-Reim war das super. Wer ist denn da? Niemand. Wer soll hier schon sein? Der Papst? So, apropos Papst. So. Ich weiß nicht, ob es gut ist, die von hier aus anzugreifen oder ob wir besser von der Brücke aus, aber da kann man nicht viel... Oh. Was haben wir denn hier? Ah, ihr seid es, Meisterdieb. Das bin ich. Mir bleibt wenig Zeit für Erklärungen. Die Monstren des Schwindlers haben unseren Hohepriester entführt. Nein. Wenn wir ihn nicht lebend befreien können, ist alles verloren. Ja? Auch haben unsere Feinde den Meißel des Erbauers. Ihr müsst ihn bergen. Da. Uns sind Verstohlenheit und Schleue fremd und der Feind wird ihn gewiss morden, wenn wir einen Befreiungsversuch unternehmen. Was ist das? Nehmt diesen Schlüssel und diese Karte und geht los. Möge der Erbauer eure Schritte lenken. Erbauer, zerschmettere diesen Schurken. Okay, bringt ihr jetzt bitte auch den Insektendämon um, dann muss ich das nicht mehr machen. Mein Hammer erwartet euch. Verräter ist gut. Die Hammeriten waren nie auf eurer Seite. Dementsprechend ist Verräter das falsche Wort. So. Wir suchen den Hohepriester. Ich habe hier einen Meißel. Ist das nicht der Meißel des Erbauers? Huch. Hm, schau mal nicht. Geleiten Sie den Hohepriester zu den belagerten Hammeriten. Ist das nicht euer Meißel? Moment, ich speichere hier mal einmal ab, bevor ich da wieder runtergehe. Nicht, dass ich noch in die Kämpfe mit reingezogen werde. Ich habe euren Meißel. Oh, die sind jetzt aufgeregt. Mit denen ist jetzt gerade nicht zu reden. Mit denen ist jetzt gerade nicht zu reden. Das nützt nichts. Die sind gerade in ihrem Dämonenvernichten-Wahn. Hat der mich jetzt gesehen? Krieg mich doch.
Schade, unter Wasser kann ich nicht schießen. Glaube ich nicht. Okay, jetzt sitze ich irgendwie ein bisschen in der Falle. Ich kann von hier aus... Obwohl, ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Ich sehe ihn ja nicht mal. Ich schieße einfach mal. Hey, komm zurück! Nein. Krieg mich doch. Ja, ich fürchte, das hat er vor, das mit diesem krieg mich doch. Oh, wenn ich den Knüppel habe, bin ich viel schneller. Als mit dem Schauwert. So, ja. Wo ist denn jetzt der Insektendämon? Der Insektendämon hat den Affen getroffen. Moment, ich war das nicht. Das war euer insektendämonischer Freund. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo der mich gesehen hat. Wo oder wann. Boom! Boom! Ah, schade. Da war er jetzt zu schnell für mich. Flüchtet er jetzt von mir? Cool, dann kaufe ich ihn mir. Falscher Knüppel. Der Knüppel, der nützt da nicht viel. Hä? Hilfe, Stammesbrüder! Wo stecke ich denn jetzt schon wieder fest? In die Erde zurück. Ja, wir alle kehren irgendwann in die Erde zurück. Kommt her! Hilft mir! Daneben! Oh, doch nicht daneben. Jetzt halt doch mal still, du blöder Affe. Hahaha. Okay. Ja, ich weiß, ich werde sehr brutal. Aber ich muss jetzt auch diesen Insektendämon umbringen. Ich fürchte, ich bin jetzt echt... Halt, Stimmon! Wieso steckt der hier nicht fest? Und ich schon. Okay, der hat jetzt scheinbar Angst vor mir. Was ein bisschen verrückt ist. Wo ist er denn jetzt hin? Hahaha! Muhahahaha! Okay, ich weiß nicht, wie viele von denen es gibt. Wir gucken uns jetzt mal einmal diese Karte an, die der Hammerit uns gegeben hat. Hinab! Zum Fluss, hinauf! Ja, werde ich nicht schlau draus. Aber ich schätze mal, dieser Schlüssel hat irgendwas mit dieser Tür zu tun. Was ist das für ein Meißel, wenn das nicht der Meißel ist, den die blöden Hammeriten suchen? Im Ernst? Wofür ist der dann? Bevor ich da reingehe, speichere ich nochmal. Denn wer weiß, was uns da wieder erwartet. Da höre ich schon wieder so ein Insektenviech. Leere, wabernde Schatten. Das war knapp. Knapper als mir lieb ist. Ach ja, wir haben es bald mit Insektendämonen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Oh, guck mal. Endlich meine Nische. Und nicht so eine dunkle Ecke, die immer nur so eine halbe dunkle Ecke ist. Ja. Da können wir noch die Kumpels mal reinlegen. So, Insektendämon. Ja,
wenn man die wenigstens mit einem Schlag ausnocken könnte, wenn man sie von hinten erwischt. Aber ich fürchte, das geht bei denen nicht. Könnt's aber versuchen. Es geht. Cool. Sehr cool. So, tut mir leid, Leute, aber huch. Diese Aktion ist mir doch nochmal einen echten Safe wert. Ich weiß, es ist noch nicht so lange her, dass wir einen gemacht haben. Aber das war jetzt so ein cooler Treffer. Davon kriege ich so gute Laune, dass der nächste Affenmensch nicht getötet, sondern nur niedergeknüppelt wird. So, denn hier ist gar kein Affenmensch mehr. Hier ist eine ganze Menge los. Du kriegst das nur nicht so mit. Weil das alles Verschlusssache ist. Ganz, ganz geheim. Das scheint ein guter Fluchtweg für den Hohepriester und mich zu sein. Okay. Merken wir uns dann wohl mal. Hey, siehst du auch was sammeln? Ach, da war nix. Wo sind wir hier? Da geht's wieder hoch. Hä? So geht's da wieder hoch? Ach, egal. Nicht fragen. Weiß nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber es war lustig. An den auch von hinten ran schleichen. Oh, das hat jetzt leider einer von denen gehört. Aber... Ach, gut. Das macht mir echt etwas Sorgen, dass der Meißel nicht gemarkert ist. Hier treibt sie überhaupt niemand herum. Wenn du mir zu nahe kommst, nogge ich dich aus. Ach, guck mal. Ich glaube, wir machen hier erstmal wieder zu. Hier plätschert es wieder. Ach, guck mal hier. Ach so, deshalb sollen wir in den Fluss springen, weil der hier auskommt. Okay, dann sollen wir den Priester wohl hier abliefern. Das machen wir dann auch. Wir sind ja so... voll nett. Aber je nachdem, wo der ist, ist dann vielleicht dieser Flur, also dieser Tunnel, sogar besser geeignet. Würde ich jetzt mal sagen. Gut. Also oben war der ja nicht, ne? Warum ich jetzt wieder abgeschlossen habe, weiß ich nicht. Eventuell will ich da ja gleich lang. Liegt hier irgendwas? Ah, ich glaube, die kann ich nicht niederschlagen, ohne dass die das gegenseitig sehen. Oh, ist er das? Jo, was ist denn das? Nichts. Null Mensch, weg. Weg, genau. Nee, aber dann würde ich echt sagen... Wir gehen besser durch die Tunnel, oder? Also durch den von gerade. Wenn ich den jetzt wieder finde. So. Jetzt müssen wir hier wieder aufschließen. So,
Jetzt kriegen die erstmal ihren Chef wieder. Ja, ich habe euren Boss. Wollt ihr den haben? Das war's? Ah, okay, jetzt hat er den Hammer offensichtlich gefunden. Sehr gut. Oh, ärgerlich. 100 Beute gibt's. Gemeine Morde. Das war überhaupt nicht gemein. Gesamtspielzeit, Spielzeit, ja, okay. Beim nächsten Mal hören wir uns dann an, was die Hammeriten für einen Plan haben. Die haben bestimmt einen super Plan, bereiten sich ja ihr ganzes Leben auf den Kampf gegen den Schwindler vor. Euch danke ich für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!